Du willst eine schöne Körperform haben, du willst fit bleiben und leistungsfähig bleiben bis ins hohe Alter, du willst mehr essen, ohne zuzunehmen, dann brauchst du Muskeln. Bleib dran, denn in diesem Video zeigen wir dir, wie du mehr Muskeln aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tina, Gesundheitsmanagerin und Trainerin bei Ergotopia und ich sage, wir brauchen mehr Muskeln. Deswegen zeigen wir dir heute 7 Tipps für einen besseren Muskelaufbau. Viel wird nämlich über Abnehmen und über Diäten gesprochen, dabei sind ein paar Kilos mehr auf den Rippen gar nicht so schlimm, solange die Muskelmasse hoch genug ist. Viel Spaß beim Video! Tipp Nummer 1, trainiere alle Muskelgruppen regelmäßig. Muskeln müssen gereizt werden, damit sie merken, dass sie gebraucht werden, damit sie wachsen können, damit wir Muskelmasse aufbauen und stärker werden. Das gilt natürlich für alle Muskelgruppen gleichermaßen. Deswegen ist es wirklich wichtig, alle Muskelgruppen zu trainieren. Zu den großen Muskelgruppen gehören die Arme, die Beine, der Rücken, die Brust, der Bauch und die Schultermuskulatur. Diese 6 Muskelgruppen solltest du also wirklich regelmäßig trainieren und das vor allem kontinuierlich. Also keine langen Pausen dazwischen halten, sondern regelmäßig jeden Muskel einmal reizen. Wir wollen ja auch schließlich nicht bis zu einem gewissen Trainingsziel kommen und dann aufhören, weil wir es erreicht haben. Dann ja, geht der Erfolg ja dann auch wieder verloren. Deswegen trainiere alle Muskelgruppen regelmäßig. Tipp Nummer 2, achte auf eine gute Regeneration. Wenn du den Muskel trainierst, also belastest, reizt, dann entstehen dadurch mini kleine Verletzungen im Muskel. Diese Verletzungen müssen erstmal ausheilen und dadurch wird der Muskel größer und stärker. Wie lange diese Regenerationsphase nach dem Training dauert, hängt davon ab, erstens, wie deine Leistungsfähigkeit ist, also wie du dich schon an das Training gewöhnt hast. Und aber auch ja, generell, wie hoch die Belastung ist oder ungewohnt. An eine ungewohnte hohe Belastung, da braucht der Körper einfach länger, um sich davon zu regenerieren. Du merkst also, es ist sehr individuell und ja, die Regenerationsfähigkeit verändert sich auch im Laufe der Zeit, je länger du trainierst oder wie besser du dich an eine Belastung gewöhnt hast. Aber kommt auch auf andere Faktoren darauf an, zum Beispiel deine Ernährung, dein Schlaf, wie gestresst du bist, etc. Achte auf Erholungsphasen. Tipp Nummer 3, trainiere intensiv. Intensiv heißt, setze einen trainingswirksamen Reiz. Also der Reiz muss höher sein, also du musst dich stärker belasten, als dein Körper ja, sich an Belastungen gewöhnt hat. Wenn du immer gleich trainierst, dann gewöhnt sich dein Körper irgendwann an die Belastung und ja, bleibt da stehen. Dabei wollen wir ja genau diese Anpassung über das Gewohnte hinaus. Also die Belastung muss höher sein als das, was der Körper schon kann. Genau, dabei geht es vor allem eben auch um variierende Belastung, also immer auch mal etwas anderes und vor allem um progressive Belastungssteigerung, also immer ein Ticken mehr. Wenn du zu Hause ohne Gewichte trainierst, dann schaffst du das durch zum Beispiel mehr Wiederholungen, größeren Bewegungsradius oder eben einfach durch eine andere Übungsvariante, die dich mehr herausfordert. Beim klassischen Training im Studio zum Beispiel und immer wenn man mit Gewichten trainiert, dann geht es eben um die progressive Steigerung mit dem Widerstand. Also der Widerstand muss regelmäßig angepasst werden. Achte darauf, dass du also regelmäßig die Trainingsintensität steigerst. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass uns gerne jetzt schon ein Like da und abonniere unseren Kanal. Tipp Nummer 4, decke deinen Kalorienbedarf. Wer mehr isst, als er verbraucht, das weiß man, der nimmt zu. Das ist entweder Fett oder Muskelmasse. Das heißt, man muss streng genommen bei einem Muskelmasseaufbau auch mehr essen, als man verbraucht. Das gilt vor allem, wenn du vom Körpertyp eher schlank bist, dann isst auf jeden Fall mehr. Die meisten von uns haben keinen besonders schlanken Körpertyp und wollen tendenziell eher ein bisschen Fett verlieren und Muskelmasse aufbauen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann solltest du trotzdem den Muskeln die Info geben, dass du sie brauchst. Weil der Körper ist immer eher dazu geneigt, Muskeln zu verlieren und das Fett zu behalten. Deswegen sind die Tipps hier für den Muskelaufbau wirklich wichtig, auch wenn du in einer Diätphase zum Beispiel bist. Tipp Nummer 5, iss mehr Proteine. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für Erwachsene.
Für über 65-Jährige empfehlen sie 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, um dem typischen Muskelabbau im Alter entgegenzuwirken. Denn auch die DGE weiß, Eiweiß ist wichtig für den Erhalt und für den Aufbau von Muskelmasse. Wenn man aktiv im Muskelaufbau ist oder aktiv dem Muskelabbau entgegenwirken möchte, dann ernähren sich vor allem Sportler eher von 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Je nach Sportart kann das auch noch mal wesentlich höher gehen. Diese Menge an Proteinen solltest du auch in Diätphasen zu dir nehmen. Wie eben vorhin gesagt, der Körper neigt eher dazu, Muskeln zu verlieren und möchte das Fett behalten. Das heißt, auch in Diätphasen sollten wir auf das Eiweiß nicht verzichten und lieber Kalorien bei den Kohlenhydraten und Fetten einsparen, einfach um dem Körper das Signal zu geben, behalt deine Muskelmasse. 3 Beispiele. 100 Gramm Fisch oder Fleisch enthalten zwischen 20 und 30 Gramm Eiweiß. Ein Ei enthält 7 Gramm Eiweiß. Ein kleiner 250 Gramm Magerquarkbecher enthält 35 Gramm Eiweiß. Die magerste Variante bei Fleisch und Fisch und gleichzeitig die proteinreichste ist meistens Hähnchenfleisch und Thunfisch. Einige vegane und vegetarische Beispiele gibt es natürlich auch. Und zwar ist außerdem Brokkoli, Spinat und Pilze sind sehr eiweißreich. Aber auch alles an Linsen, Bohnen und Erbsen haben wirklich viel Eiweiß. Eine beliebte Alternative sind außerdem Seitan und Tofu. Insgesamt kann man sagen, wenn man in einer Mahlzeit viel Proteine zu sich nehmen möchte, dann ist eine Kombination aus Reis, Fleisch, Fisch und Brokkoli zum Beispiel, da hat man schnell eine Menge von 80 Gramm Eiweiß pro Teller. Wenn du hingegen einen Teller Nudeln mit Tomatensauce zu dir nimmst, dann bleibt sowas eher bei 20 Gramm. Also ja, versuch ein bisschen auf deinen Eiweißkonsum zu achten und probier da genügend aus und kombiniere auch mal verschiedene Proteinquellen miteinander. Tipp Nummer 6. Hab keine Angst vor Kohlenhydraten. Kohlenhydrate geben dir Power und geben deinen Muskeln Kraft. Deswegen ist vor allem, wenn du viel trainierst, vor allem wenn du viele Übungen machst, wo dein ganzer Körper, die Muskeln stark beansprucht werden, dann brauchst du Kohlenhydrate. Wer hingegen den ganzen Tag sitzt, der braucht weniger Kohlenhydrate. Also passt dein Kohlenhydratkonsum ein bisschen an deine Bewegung an. Hab aber keine Angst vor Kohlenhydraten und vor allem, wenn du viel Muskeln aufbauen willst, trainierst, dann meide auf jeden Fall Low-Carb-Diäten. Du darfst Kohlenhydrate essen. Tipp Nummer 7, mach einfach und leg einfach los. Mach es dir nicht zu kompliziert, es gibt nicht die goldene Regel oder das große 1x1. Es kommt immer drauf an, man muss viel ausprobieren und einfach machen und dann findet man schon heraus, was für einen passt und was nicht. Also mach es dir nicht zu kompliziert und leg jetzt los. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg beim Erreichen deiner Trainingsziele. Was sind deine Trainingsziele? Schreib's uns unten in die Kommentare. Wir haben dir hier 2 Videos zum Muskelaufbau verlinkt. Denk an den letzten Tipp, leg einfach los, klick hier drauf und vergiss nicht, dieses Video zu liken und uns ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal.